Hallo, liebe Stellwerksinteressierte, ich will ein zweites Video machen, wo ich ein bisschen erkläre, wieso ich meine Stellwerke so baue, wie ich sie baue. Da muss man ja viele Dinge entscheiden, aus welchem Material baut man sie, nach welchem Prozess baut man sie, welches Vorbild nimmt man sie. Es gibt viele Stellwerkshersteller, auch mechanischer Stellwerke, auch in vielen Ländern sind die verschieden gebaut worden. Welche Teile eines Stellwerks baut man, Innenanlagen, aber welche Außenanlagen, was will man da? Also das kann ein großes Projekt werden und da muss man sich schon irgendwie ein bisschen entscheiden für die richtigen Dinge. Da liegt man dann manchmal in der Nacht und denkt drüber nach, ist das richtig oder jenes richtig. Und am Ende habe ich da einen Schwung von Entscheidungen gefällt. Das sind meine Entscheidungen, ich denke mal, die kann man auch alle anders fällen. Aber ich will sie ein bisschen erklären, weil nur dann klar ist, wieso die Maschine so ausschaut, wie sie ausschaut und nicht anders. Also zum Beispiel, dass sie eben nicht ausschaut wie ein bestimmtes Vorbild eines bestimmten Herstellers, Jüdel oder Siemens 3414 oder was immer man sich da vorstellen kann. Und am Ende des Tages, denke ich, führe ich es darauf zurück, das gibt es vier Eigenschaften, das sind vielleicht sogar eher meine Eigenschaften als wie Eigenschaften vom Stellwerksbau. Und ich schreibe mal kurz hin, weil die werden auf verschiedenen Stellen immer wieder vorkommen und dann kann man verstehen, wieso das in die Richtung läuft. Also, legen wir den Hebel mal weg. Und ich sage, das Erste, was ich da drauf schreiben will, ist das Wort sparsam. Ökonomisch. Wenig Material einsetzen, wenig Zeit verwenden, wenig Maschinen brauchen. Klingt sehr simpel, führt aber am Ende zu manchen Entscheidungen, die vielleicht erstaunlicher sind oder unerwartet anders, als man denkt. Das Zweite ist eine Sache handwerklich. Ich will schon selber dastehen und die Teile bauen. Also die Vorstellung, man konstruiert das mit einem CAD-System, schickt es irgendwo hin, bekommt die Teile zurück und jemand anderer baut es für einen zusammen, liegt mir nicht. Ich will da mal durch. Es soll aber auf keinen Fall zu schwierig sein, es soll sehr einfach sein. Ich bin kein gelernter Handwerker, in keiner Beziehung, also es muss schon für einen Hobbymenschen erreichbar sein, ein Ziel. Eine nächste Sache, ich nenne es konstruktiv. Konstruktiv im Sinn von konstruierend, im Sinn von, man baut, bastelt nicht, indem man sich hinstellt und sich denkt, wo bohre ich das nächste Loch, sondern man hat einen sehr genauen Plan, was man da baut. Anders funktioniert es nicht. Wir werden sehen, dass Stellwerksanlagen und ihre Einzelteile, auch die simplen Stellwerksanlagen, schon ganz schön vertrackte Maschinen sind an manchen Stellen. Und wenn man das nicht sich einmal vorher auf Millimeter überlegt hat, dann stimmt es halt nicht. Und das Letzte, das habe ich glaube ich schon einmal erzählt, aber ich sage es jetzt wieder, ist, ich nehme das Wort, schöne Wort, pädagogisch. Ich will, dass das Stellwerk erklärt, wieso es so funktioniert. Es führt zum Beispiel, um das nur zu erzählen, ganz am Anfang schon dazu, dass ich kein Interesse habe, ein Stellwerk zu bauen, wo die Verschlusslogik versteckt ist in einem zugeschlossenen, nicht durchschaubaren Kasten. Also das, was zum Beispiel bei Siemens-Stellwerken Standard ist und was bei modernen Stellwerken, mechanischen Stellwerken immer so war, damit der Bediener nicht eingreifen kann in die Logik. Eigentlich, ich will genau das Gegenteil. Und jetzt ersetze ich die vier Worte durch vier andere Worte, weil die farblich besser passen. Und ich fange von unten an, ich schreibe als Erstes hin, ja, nennen wir es einmal so, oberlehrerhaft. Ich will also erklären, mache ich ja gerade, okay? Ich will handwerklich, ja, nennen wir es, basteln. Bastlerisch zum Beispiel. Ich will konstruktiv berechnend sein. Berechnend auch im Sinn, dass man manchmal ja, einen Winkel misst, den Sinus dazu feststellt und aus dem Sinus folgt irgendwie, dass sich ein Teil so und so weit verschieben kann oder nicht kann oder soll und dass das Probleme macht oder eben ein Problem löst. Also solche Sachen kommen schon auch vor bei der Konstruktion von sowas. Und das sparsam kann man durch ein anderes Wort vielleicht auch noch beschreiben, das man da hinschreiben könnte. Wieso die Worte und die Farben? Ja, sie helfen mir. Grün ist geizig, lehrerhaft ist lila, berechnend ist braun und bastlerisch ist blau. Und die Dinge, die ich jetzt dann versuche in Folge
ein, zwei weiteren Folgen zu erklären, wie ich meine Stellwerke aufbaue, haben ihre Gründe in einem von den Dingen. Sehr oft ist es der Geiz, ich will nicht Geld ausgeben, ich will nicht mehr tun als nötig. Aber oft sind es auch die anderen Dinge, wieso man etwas so entscheidet. Okay, eine Sache würde ich gern erklären gleich auf Basis von dem. Und dann wird es aber wieder Schluss sein und dann machen wir vielleicht ein nächstes Posting kurz drauf, wo weitere Dinge erzählt werden. Nämlich die Frage nach dem Vorbild. Welches Vorbild? Es gibt Stellwerke in Österreich, es gibt Stellwerke in Deutschland, es gibt Stellwerke in der Schweiz, es gibt Stellwerke in Italien, Frankreich, England. Und wer meinen Blog kennt, sollte ich hier vielleicht wieder mal hinschreiben, Stellwerke Blogspot.de, der weiß, dass ich viele Stellwerke aus all diesen Ländern fotografiert habe und zum Teil auch beschrieben habe in meiner Hobbyphase. Und wieder sieht man, es gibt beliebig viele Hersteller dort. In Österreich waren das Siemens, die Südbahnwerke, Uhrenstein und Koppel, glaube ich, hat ein paar Stellwerke gebaut, obwohl es mechanische, glaube ich, nicht. Deutschland wissen wir alle, Jüdel hat gebaut, Bruchsal, Weinitschke, wobei Weinitschke eher dann Einheiten nachgebaut hat. In der Schweiz waren es genauso Jüdel und Bruchsal, in anderen Ländern andere. Welches davon nimmt man? Und keines würde ich gern nehmen. Es ist einfach so, ich bin in Österreich aufgewachsen. Für mich sind Hebel, die nach unten zeigen in ihrer Grundstellung und auf einer Hebelbank sitzen, das Normale, das ist für mich das Richtige. In Deutschland und der Schweiz sind Hebel, die nach oben stehen auf einer Hebelbank, wie das bei der Einheit zum Beispiel ist, genauso selbstverständlich und Standard. Und mich für eins zu entscheiden, würde mir einfach irgendwo wehtun. Und auch bei den anderen Dingen, Jüdel und Bruchsal, Gestänge versus Drahtleitungen, einfach keine Ahnung was, Kurbel für Signale versus Hebel für Signale. Das wären so viele, dann könnte ich das andere nicht tun. Und es wäre auch nicht lehrhaft. Lehrhaft ist nicht eine Sache genau nachzubauen, sondern lehrhaft ist, sich die verschiedenen Lösungen für die Probleme anzuschauen. Und außerdem wäre es zu schwierig. Man muss schon sagen, einen echten Jüdelhebel mit all seinen Eigenschaften und Fähigkeiten nachzubauen, ist in sich ein Projekt, das über das, was ein mechanisches Stellwerk zum Beispiel für ein Modell Eisenbahn oder auch nur als Demo-Objekt sein soll, hinausgeht. Das heißt, was ich tue, ist aus mehreren Gründen aus, es soll lehrhaft sein, aus, es soll sparsam sein, aus, es soll bastlerisch erreichbar sein, aus, es soll auch machbar sein, das ist vielleicht das Letzte, also trotzdem, aber die Berechnung, das Bauen, das Konstruieren soll leicht sein. Aus all den Gründen ergibt sich für mich, baue nicht eine Type, die es schon gibt, nach, sondern konstruiere es neu, konstruiere Neukonstruktion. Eine Neukonstruktion nur zum Zwecke der Modellsache. So, das ist meine Erklärung, wieso ich das so machen will. Wie gesagt, andere sehen das anders und sollen es auch anders sehen. Es ist ja wunderbar, dass wir da verschiedene Vorstellungen haben, was man tut. Das ist der Grund, wieso ich mit einfachen Hebeln, mit einfachen Konstruktionen loslege. Ich glaube, das reicht einmal für eine Vorstellung und in der nächsten Runde werde ich dann ein bisschen mehr auf die konstruktive Seite eingehen. Wieso gerade aus dem Material, in der Größe, mit dem Prozess. Und ich hoffe, dass ich dann auch einmal dazu komme, wieder ein bisschen was zu zeigen, was sich bewegt. Also auch eine Herstellung von so einem Teil zu zeigen. Tschüss, das war's.